So, hallo erstmal, herzlich willkommen hier aus dem Gessmann Sportpark in Schluchtern. Der SV Schluchtern empfängt heute den TSV Schweigheim. Ja, in Schluchtern gab es ja diese Woche die Trainerentlassung, das Duo Schlegel und Hofer heute nicht mehr am Start. Erstmal nur Interimstrainer und morgen soll der neue vorgestellt werden. Das folgende Event wird präsentiert von Procredo Pharma, Ihre Apotheken-Weiterentwickler. Mit freundlicher Unterstützung der Firmen CBC, Castella Baukonzept, CIC, Castella Immokonzept, Drive Allegiance, Premium Autopflegeprodukte, eine Marke der JZ Garage. Und Johnnys Sportsbar, Schulgasse 3 in Heilbronn. Ja, gerade nochmal gehört, Johnnys Sportbar an diesem Donnerstag, 19 Uhr, Unterländerabend. Alle Spiele, die wir bis jetzt haben, auf 8 TVs. Dann der Freistoß des TSV Schweigheim, 8 Minuten mittlerweile gespielt. Kopfball kommt noch einer ran, aber der Ball am Tor vorbei. Wie gesagt, alle Spiele auf 8 Fernsehen in Johnny Sportbar am Donnerstag. Nächste Möglichkeit, wieder TSV Schweigheim, eine Minute später. Lässt ihn hier schön aussteigen. Und dann Kevin Metzger ganz alleine vor Simon Wagner. Und der pariert glänzend, kann hier das 0:0 halten. Und weiter geht's mit dem TSV Schweigheim. In der ersten Viertelstunde die dominantere Mannschaft. Mal ein Schuss aus der zweiten Reihe bei dem Regen. Durchaus probates Mittel, aber Wagner hat das Ding hier natürlich sicher. Ja, dann die Hausherren hier beim Versuch des Spielaufbaus verlieren aber den Ball und jetzt geht es schnell in die andere Richtung, wieder der TSV. Kontermöglichkeiten, da kommt er durch, Wagner kommt raus, kriegt den Ball nicht. Und dann rollt er, glaube ich, neben das Tor auf jeden Fall, geht Freier da auf Nummer sicher. Eckball gab es, brachte nichts ein. In der 22. dann auch mal der SV Schluchtern im Vorwärtsgang. Ja, das waren sie eigentlich die ganze Zeit. Also Ballbesitzer mit Sicherheit mehr. Jetzt Kevin Herrmann versucht zu schießen, wird geblockt, Freier. Dann kommt der Ball durch. Aber das Schüsschen von Lorenz Martell auch einiges übers Tor. 29. Minute, weiter geht's mit dem SV Schluchtern. So langsam kamen sie besser ins Spiel. Kevin Herrmann hier wieder über die linke Seite, Aslani muss sich leider drehen, legt drüber auf Alessandro Reinicke und er zieht das Ding neben das Tor. Erste wirkliche Möglichkeit für den SV Schluchtern. Ein paar Minuten später wieder der TSV Schweigheim bei einer Ecke. Ganz scharf aufs Tor. Ja, da muss Simon Wagner den Ball über die Latte buxieren. Gar nicht ungefährlich, dieser Eckball. 5 Minuten haben wir noch in der ersten Halbzeit. Jetzt nochmal der SV Schluchtern über Leodrim Aslani. Legt raus zu Aaron Freier. Schön gemacht. Dann nochmal auf Aslani. Und tolle Möglichkeit hier nochmal vor der Pause. Enes Zafer zimmert das Ding da drüber. Ein bisschen besser erwischt, dann hängt er drin und wäre tolles Torbahn. Nochmal Eckball eine Minute vor der Halbzeit. Kresimir Stranka auch wieder im Kader. Aber das Visier noch ein bisschen verstellt. Und so geht man mit 0:0 in die Pause. So, gehen wir rein. Zweite Halbzeit. Da knapp 10 Minuten gespielt. Erste Möglichkeit für den SV Schluchtern. Nach einer Ecke auch dicht ans Tor gezogen, dann nochmal der Kopfball, aber das ist kein Problem für Simon Hieber im Tor des TSV Schweigheim. Ja, die verlieren hier kurz vor dem 16er den Ball. Tolga Kilic kann dann abziehen, aber abziehen direkt auf den Keeper. Kann durchaus funktionieren bei dem Wetter. War sehr rutschig, aber wir haben gesehen, kein Thema. Dann wieder TSV Schweigheim. Wir sind bereits in der 69. Minute. Kopfball und dann so ein schöner Zieher nach hinten, aber knapp übers Tor. Gute Möglichkeit für die Gäste. Dann die 77. Minute, schöner Ball auf Tobias Sackel, der kam zur Halbzeit ins Spiel, war angeschlagen, abgezogen, den kann der Keeper nicht parieren. Nächste Möglichkeit, drüber gehoben, ja, auf der Linie geklärt. Zwei super Möglichkeiten für den SV Schluchtern und Tolga Kilic weiter am Ball, bringt den Ball nochmal in die Mitte. Sackel verpasst, aber Kevin Herrmann. Und auch der Ball knapp am Tor vorbei. Schade, drei wirklich gute Möglichkeiten für den SV Schluchtern am Stück. Zwei Minuten später, weiter geht's, der SV Schluchtern jetzt in seiner besten Phase. Wieder Kevin Herrmann setzt sich schön durch über außen. Ball kommt zu Mario Müller, Tolga Kilic zieht ab und der hätte gepasst. Glanzparade von Simon Hieber. Tolles Ding von beiden. Die anschließende Ecke
kommt auf Krešimir Stranka. Der bringt den Ball rein. Zackel mit dem Kopfball. Aber auch wieder direkt auf den Keeper. Hat er nicht gescheit erwischt den Ball. Eine Minute später, Schlag auf Schlag jetzt. SV Schluchtern. Schön gespielt. Wieder auf Tobias Zackel und wieder Hieber. Hält hier das 0:0 fest. Ja, Schluchtern jetzt mit einigen Möglichkeiten. Hätte es durchaus verdient gehabt, hier auch noch ein Tor zu erzielen. Vielleicht jetzt hier Tolga Kilic, kommt dann aber zu Fall. Genau hier war der Kamera-Cut leider. Deswegen sehen wir es nicht genau. Auf jeden Fall war es ein Foul. Schiedsrichter zieht eigentlich gelb, gibt dann aber komplett rot. Fand ich ein bisschen überzogen. In der Mitte hat es noch ein paar Leute gehabt. Letzter Mann war er nicht. Gelb hätte hier durchaus ausgereicht. Sei es wie es wohl, noch ein paar Minuten in Überzahl für den SV Schluchtern. Tobias Zackel bringt den Ball rein und wieder klappt es nicht. Wieder gut abgewehrt von den Schweigheimern. Bis vor 10 Minuten war das ein 0:0. Jetzt mittlerweile hat Ja, dann sind wir schon in der Nachspielzeit. TSV Schweigheim nochmal mit der Standardsituation. Eckball reingeschlagen und ja, dann von Reinicke Richtung eigenes Tor, aber auch die Situation dann geklärt. Ja, und das war's dann. 0:0 trennt man sich hier im Gessmann Sportpark in Schluchtern. Ja, der neue Trainer hat schon zugeschaut. Jürgen Schulz wird ab morgen das Amt übernehmen. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Spiel, haben noch zwei Interviews. Ja, 0:0 hier auswärts beim SV Schluchtern, der Trainer vom TSV Schweigheim. Ja, okay, das Ergebnis 0:0, oder? Ja, klar. Also wenn man den Spielverlauf insgesamt sieht, denke ich, hatten wir in der ersten Halbzeit vielleicht die klare Chance zum 1:0. In der zweiten Halbzeit muss Schluchtern auf jeden Fall ein Tor machen. Ja, und insgesamt muss man sagen, das 0:0 ist über 90 Minuten dann auch gerecht. Die rote Karte ärgert mich ein bisschen, weil es eigentlich fast gar nicht der letzte Mann war, weil daneben war ja noch der Robin. Klar, Schiedsrichter hat es so gesehen, ist so. Aber ich sage ja, für uns gilt jedes Spiel, ist eine Herausforderung. Ja, und wir freuen uns auch gerade auf jedes Spiel. Und wie die Mannschaft heute hier gekämpft hat auf dem schweren Geläuf, muss man auch sagen. Also es war richtig gut und wir sind zufrieden. Wir nehmen den Punkt mit und, ja, und gucken auf die nächste Woche. Alles klar, Dankeschön. Ja, Tag 1 nach dem Trainerwechsel, Heimspiel gegen TSV Schweigheim. 0:0 am Ende bei mir, Mario Müller. Ja, Mario, zufrieden mit dem 0:0 oder? Ja, gut, in unserer Situation müssen wir mit jedem Punkt eigentlich zufrieden sein. Aber ich hätte mir natürlich heute einen Sieg gewünscht. Ich denke, wir hätten es auch verdient gehabt. Ich muss mir das Video jetzt nochmal anschauen mit den Chancen auch. Klar, erste Halbzeit können wir 1:0 hinlegen. Dank Simon gehen wir da mit einem 0:0 in die Pause. Das war das erste Mal jetzt, dass wir zu 0 gespielt haben. War auch wichtig jetzt für uns, für die ganze Mannschaft, die defensiv arbeitet. Aber ja, zweite Halbzeit habe ich das Gefühl gehabt, dass wir da überlegen waren. Und eigentlich Kevin, wenn ich da dran ging an den Schuss, dann Tobi, wo noch reingekommen ist, dann mit den Chancen. Also ich hätte mir einen Sieg natürlich gewünscht und denke, wir hätten es auch verdient gehabt. Muss auch sagen, bis zur 70. Minute war es 0:0 ohne Chancen auf beide Seiten. Ja. Aber dann von der 70. bis die letzten 20 Minuten, glaube ich, 5 Hochkaräter gehabt, hätte noch eine reingehen können. Ja, wie war es jetzt der erste Tag? Ganz ohne Trainer, nächste Woche kommt ein neuer. Ja, gut, war jetzt ja auf jeden Fall mal eine Umstellung für uns. Am Freitag hat er das Training auch der Murat geleitet und heute auch an der Linie mit Murat. Ist dann natürlich klar eine Umstellung und auch nicht so ganz einfach für uns dann, ohne wirklich einen Trainer dann zu haben. Wir sind die Abläufe sonst immer gewohnt. Jetzt war es nicht so, aber wir haben einfach gesagt, wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, wir müssen alle an einem Strang ziehen, dass wir da rauskommen. Ist keine einfache Situation, aber ich denke, auf dem Spiel heute können wir drauf aufbauen. Jetzt gilt es die Woche mit dem neuen Trainer dann gut zu trainieren und dann gegen Feldbach an dem so weiterzumachen, wie wir jetzt am Schluss aufgehört haben. Alles klar, Dankeschön. Bitte. Are you ready? Showtime.